Nico, ich würde dich einfach mal bitten, schalte dich frei und erzähl doch mal so ein bisschen was von dir. Hallo, hört ihr mich? Vielleicht ganz kurz Daumen hoch, jawohl, super. Ja, erstmal, sorry, ich muss das Ganze hier vom Auto aus machen, ja, weil wir haben uns spontan entschieden, in Urlaub zu gehen und sind jetzt hier mal auf der Raststätte. Und ja, ich fand, hey, coole Sprecher hier im Start. Ich habe mich auch wieder gesehen, muss ich sagen. Ich war auch im Dreischicht-Vierschicht-System. Ja, also richtig, richtig cool. Erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich stelle mich natürlich auch gerne, sehr, sehr gerne erstmal vor. Also ich bin Nico, bin 31 Jahre jung, komme aus dem wunderschönen Offenburg in der Nähe vom Europapark. Eigentlich kurz vor Freiburg, ja, also da, wo ihr auch herkommt. Und ich bin jetzt in diesem Geschäft seit 3 Jahren und 4 Monate jetzt schon. Wurde damals auch ganz klassisch über Facebook angeschrieben von einer Person, die ich kannte, mit der war ich früher im Boxsport zusammen tätig und haben auch viel gemeinsam gezockt. Ja, wir waren so klassische Zocker damals, ja, auf der PS4. Und ja, haben uns natürlich aus den Augen verloren und auf einmal schreibt er mich an mit einem Gesundheitsbusiness. Ja, und ich dachte mir nur, oh mein Gott, ja. Und ja, habe ihn auch natürlich ein bisschen verfolgt. Ich war so frech, ich habe ihm nicht einmal geantwortet und habe dann aber für mich schnell festgestellt, dass er auf einmal wirklich sehr viel am Reisen war. Und das sah cool aus. Ja, er war in der Türkei, war ständig am Fliegen, hat immer diese Selfies vom Flugzeug gemacht und war in Berlin und Hamburg unterwegs. Und auf einmal postet er immer Fotos wo, an einem Tisch, wo viele coole junge Mädels und Jungs saßen. Und ich dachte mir, ey, Alter, wieso bin ich nicht da dabei? Ja, das sieht echt nach mega viel Spaß aus. Und deswegen habe ich einfach mal den Mut zusammengenommen und ihn mal im Fitnessstudio angesprochen, was er denn da jetzt eigentlich macht. Und er meinte dann zu mir, dass er halt Menschen dabei hilft, körperliche, gesundheitliche Ziele zu erreichen. Er zeigt auch Menschen, wie man sich von zu Hause aus ein zweites finanzielles Standbein aufbauen kann. Und ob ich denn nicht offen wäre für etwas Neues. Und zu dem Zeitpunkt hat er mich echt erwischt, weil ich war zu dem Zeitpunkt echt offen für Neues. Ich war 10 Jahre lang mit Ausbildung in der Metallindustrie, gelernter Zerspannungsmechaniker und war auch im Dreischichtsystem. Ja. wie gesagt, ich habe finanziell eigentlich ein sehr hohes Einkommen gehabt. Ich hatte eigentlich immer so zwischen 50.000 und 60.000 Euro Jahreseinkommen. Finanziell ging es mir sehr, sehr gut, nur ich hatte keine Zeit. Ich musste an Samstagen Frühschicht arbeiten und sonntags um 20 Uhr schon bei der Nachtschicht wieder. Alle 2 Wochen hatte ich vielleicht mal ein komplettes Wochenende frei. Ja, und das war so ein Leben, wo ich halt nicht mehr wollte nach 10 Jahren. Weil ich habe immer so diese Menschen beobachtet, die jetzt tatsächlich kurz vor der Rente waren, die über 45 Jahre bei uns in der Firma waren. Wie die zum Schichtwechsel reingelaufen sind, habe ich mir schon immer gedacht, hey, so will ich nicht enden. Ja, und wollte mich deswegen auch klassisch selbstständig machen. Ich war kurz davor, ich bin fast dem Trend nachgegangen, wollte eine Shisha-Bar aufmachen, daraus natürlich auch eine Kette bilden und ich wollte ins Nachtleben einsteigen, was auch eigentlich kurz davor war. Ich wollte einen Club übernehmen hier bei uns in Offenburg, hat zum Glück nicht funktioniert. Also ja, die haben mir keine Zahlen liefern können, ja. Nichts schwarz auf weiß und ich habe dann gesagt, okay, trotzdem, ich mache das doch lieber nicht. 2 Monate später ging der Club auch bankrott, Gott sei Dank. Und ja, war deswegen einfach mal offen, habe ihn zu mir nach Hause eingeladen auf einen Kaffee. Er hat mir das dann auch wunderbar erklärt. Ich fand das Konzept mega cool. Obst, Gemüse hat für mich absolut Sinn gemacht, das Thema Gesundheit. Und ich war so ein Fuchs. Ich wollte erstmal nur einsteigen, damit ich die Produkte günstiger bekomme. Kennt ihr diese Menschen? Ja, so einer war ich. Und was er mir nicht so gut erklärt hat, war nämlich die Geschäftsmöglichkeit. Ja, deswegen saß ich dann auch in so einem Zoom-Call, so wie ihr jetzt, nur mit ihm und mit dem Marcel Schmidt-Eckert, heute heißt er Marcel Eisler, der mir dann auch seine Story im Zoom-Call erzählt hat. Und kennt ihr diese Menschen, die eigentlich immer so da sitzen und sagen, mich kriegst eh nicht? Ja, so war ich in diesem Zoom-Call, ja, weil ich habe immer schon gedacht, hey, ich verdiene genug, was will der mir da erzählen? Und ich habe dann zu ihm auch gesagt, hey, das ist schön und cool, was du mir so erzählst, aber ich bin so ein Mensch, ich sehe gerne Zahlen schwarz auf weiß, ja, allein schon wegen dieser Clubgeschichte. Und das hat er dann echt getan. Er hält mir echt tatsächlich so seine Kontoauszüge in die Kamera und blättert Monat für Monat, zeigt mir das Einkommen von der Company und ich dachte mir nur, scheiße,
Was zum Teufel habe ich falsch im Leben gemacht? Ja, weil laut Facebook chillt der Typ nur zu Hause, war mit seiner Freundin unterwegs, von morgens bis abends. Und ich dachte mir, ja, wie gesagt, was mache ich falsch oder was macht er anders, was ich nicht mache, ja? Und das war dann auch so der Moment, weil meine Freundin, die war hinter der Kamera und die hat auch so rumgefuchtelt. Heute ist sie neben der Kamera, ja, kann sie gerne mal Hallo sagen. Und fuchtelt so rum und hat gemeint, mach jetzt, weil sonst jammerst du eh nur wieder. Und das habe ich mir auch gedacht, wenn ich jetzt nicht einsteige, wenn ich jetzt nichts verändere, dann verändert sich nie etwas. Ja, weil dann würde ich alles immer vor mich herschieben. Und das war dann auch so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, ich starte. Ja, er hat ein Bildschirm geteilt, wir haben mich registriert. Ich habe mir natürlich dann direkt alle Produkte bestellt, weil ich die selber erstmal haben wollte und kam in eine WhatsApp-Gruppe. Da durfte ich das Paket reinstellen und auf einmal feiern mich die Leute und ich dachte, hä, was zum Teufel ist da los? Und ich habe mit dieser Bestellung ich habe erst noch einen Kunde gewonnen und am Abend habe ich den nächsten Marketing erreicht. Und auf einmal hieß es wieder in der Gruppe, bam, boom, Nico. Und ich dachte mir, hey, was läuft denn da? Was läuft bei denen schief so? Ja, die haben mich so anerkannt, was ich so nie kannte. Ja, in diesen 10 Jahren, wo ich in meiner Firma war, da wurde ich nie anerkannt, bis zum 10-jährigen Jubiläum. Und da sah die Anerkennung so aus, dass ich nur so einen Korb mit Dosenwurst und Landjäger bekommen habe. Das war meine Anerkennung nach 10 harten Jahren in der Firma. Und deswegen habe ich dieses Gefühl echt genossen. Ja, dieses Gefühl von Anerkennung. Und ja, ich habe dann einfach mal gemacht, hatte auch so meine ersten Erfolge. Ich durfte ein paar hundert Euro im ersten Monat verdienen. Und im zweiten Monat habe ich fast 2000 Euro verdient. Aber ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel dafür getan. Aber ich fand eines cool. Zwischen Netflix und meiner Couch fast 2000 Euro. Und ich dachte mir, jetzt läuft. Ja, natürlich. Ich weiß heute, dass wir hier kein Netflix machen, sondern Network. Ja, das ist auch, was man sagen muss dazu. Ich wusste jetzt, wie das ganze Geschäft läuft. Ich wusste, wie kann ich Geld verdienen. Was ich natürlich nicht gewusst habe, wohin komme ich mit diesem Geschäft? Ja, mir wurde noch nicht klar, was ich eigentlich in der Hand habe, wohin ich mit diesem Geschäft kommen kann. Und deswegen kam Marcel und der Stefan wieder ins Spiel. Ich wurde herzlichst eingeladen auf ein Event in Pforzheim, wohin ich natürlich hingezwungen wurde, ja, weil ich erstmal nicht hin wollte. Und glaubt mir, Leute, ich hatte, ich glaube, die 99. Ausrede war, hey Bro, lass mich in Ruhe, ich habe kein Geld. So, daraufhin bekamen wir 2 Tickets gesponsert, fand ich auch mega lieb von Marcel. Und wir hatten keine Ausrede mehr. Waren auf diesem Event, ja, da waren circa 3000 Menschen und ich dachte mir, krass, diese Menschen, die dort auf der Bühne waren, die haben genau dieses Leben, was ich schon immer haben wollte. Ja, das ist diese zeitliche, geografische und finanzielle Freiheit. Und da war ein Junge auf der Bühne, der Lukas, der mich besonders abgeholt hat. Ja, der Lukas Spies, der vom Drive-In-Mitarbeiter zum Six-Figure-Earner, ja, sage ich mal, der hat mich so krass abgeholt. Ich dachte mir nur, wie zum Teufel ist das machbar? Ja, durch Obst und Gemüse. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich war einfach nur noch geflasht. Und ich habe eine Entscheidung getroffen auf diesem Event, dass ich jetzt einfach mal wirklich 100% gebe in meinem Leben. Nicht nur einfach etwas nebenbei mache, sondern wirklich mal Fokus auf etwas lege, 100% gebe. Und ab da ging es richtig bergauf. Natürlich, ich habe einige Dinge dafür getan. Und Leute, das ist wirklich so, von 100 machen das vielleicht eine Person. Ich habe Dinge getan, wo ich wirklich um 3 Uhr nachts aufgestanden bin, 1 Stunde mein Business machen konnte, um 4 Uhr nachts zur Frühschicht fahren. Ja, ich habe die Extrameile bin ich immer gegangen. Ich bin immer hunderte Kilometer gefahren, um auf Events dabei zu sein. Ja, um die Menschen zu begegnen, die da sind, wo ich immer hin wollte. Ja, und da war mir kein Geld zu schade. Ja, und das hat halt einfach dazu oder das hat halt dazu geführt, dass ich heute dieses Leben auch führen kann. Dieses zeitliche und geografische Freisein. Ja, wie jetzt spontan Flug nach Spanien gebucht. Ja, einfach mal jetzt 5 Tage in die Sonne zu fliegen. Ja, ich sehe, der Emanuel, der sitzt schon auf Hawaii. Ja, natürlich ist es ein virtueller Hintergrund. Aber sieht cool aus. Ja, ich sitze im Auto, du in Hawaii. Ja. Und ja, und ich kann euch echt nur an die Hand geben, trefft auch eine Entscheidung. Und diese Entscheidung hat 2 Buchstaben, ein J und ein Ja. Und das
das Jahr, das ist so krass magisch. Wenn ich dieser Typ gewesen wäre, wo skeptisch wäre, ja, Skepsis ist eine Fähigkeit, Leute. Wenn du skeptisch bist, machst du dein ganzes Leben eigentlich nur, auf gut Deutsch gesagt, am Arsch, ja. Und sei offen für Dinge, ja, weil du kannst dir nichts verlieren. Das Einzige, was sich verbessern kann, ist die aktuelle Lage, so wie es jetzt ist, weil wenn du nichts machst, dann bleibt es so, wie es ist. Ja, das war's zu mir. Ja, erstmal mega, mega cool. Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns so einen kleinen Einblick schon mal gegeben hast, wie es bei dir eigentlich am Anfang war, wie es jetzt einfach auch aussieht, was du einfach für eine Freiheit auch hast mit dem ganzen Business. Ich habe natürlich auch noch ein paar Fragen an dich. Und das geht besonders jetzt, wenn du neue Partner hast. Also das passt jetzt, glaube ich, gerade auch sehr, sehr gut an der Stelle. Was rätst du denen eigentlich? Also gibt es da irgendwas, was du sagst? Also das beachte mal, wenn du jetzt startest. Oder ja, das sind so meine eigenen Learnings. Mach das vielleicht besser als ich. Oder ja, lässt du sie einfach machen? Wie sieht es da so bei dir aus? Also was kannst du so uns mitgeben? Also ich lasse neue Partner generell einfach auch mal machen. Ich gebe denen einfach nur gewisse Dinge an die Hand, dass sie gleich von vornherein etwas für ihren Köpfchen machen. Ja, für ihr Köpfchen machen. Und weil in der heutigen Gesellschaft ist es ja so, sobald man etwas anderes macht, was die große Masse macht, dann ist man ja anders und man bekommt immer direkt Gegenwind. Ja? So wie ich auch. Ich habe damals Gegenwind von meinem Bruder bekommen, ja, mit Schneeballsystem, dies und das und jenes. Und hab dann natürlich, hab ihm gesagt, ja, du, hey Bro, du, mein Bruder und so. Und mein Bruder war für mich immer so ein großes Vorbild. Und er hat gesagt, frag ihn einfach mal, was ein Schneeballsystem ist. Marcel hat mich natürlich aufgeklärt, war mir klar, ja, ist ja auch logisch, kann ja gar nicht sein. Und ich habe meinen Bruder gefragt, was er überhaupt weiß, was es ist. Und er hat mir nicht einmal eine vernünftige Antwort geliefert. Ja, das ist dieser typische, und das ist ja auch nicht böse gemeint, weil Freunde, Familie, Bekannte wollen einen immer nur schützen. Und das ist dann so der Moment, die Person weiß eigentlich noch gar nichts, aber sagt zu dir, hör auf damit. Ja, diese Person möchte in diesem Moment Macht über dich haben. Dass du eine Entscheidung triffst, die diese Person gefällt hat. Ja, und das habe ich zum Glück nicht gemacht. Aber 95% der Menschen werden heute nicht erfolgreich, weil denn die Meinung anderer erstmal wichtiger ist, wie die eigene. Und deswegen bekommen die Leute erstmal nur Dinge von mir an die Hand, damit sie was für ihr Köpfchen tun. Ja, da gebe ich denen auch so ein, zwei Motivation-Videos an die Hand und ja, ein, zwei Videos, damit sie über die Produkte aufgeklärt werden und natürlich das Geschäft zu 100% kennen. Weil dann sind es meistens auch die Menschen, die sagen, falls sie Gegenwind bekommen, hey, so und so, das weiß ich jetzt. Natürlich, klappt nicht immer, aber oft, ja. Okay, sehr, sehr cool schon mal an der Stelle. Also da weiß ich auf jeden Fall und einige wahrscheinlich auch hier, die jetzt neu starten wollen, einfach, was wichtig ist. Und besonders sprecht die Person an, die euch eingeladen hat, beziehungsweise die euch in das Business holt, weil die weiß am meisten nochmal Bescheid, sage ich jetzt mal so an der Stelle, und kann euch auch noch sehr viel an die Hand geben. So. Und ansonsten hätte ich noch eine allerletzte Frage. Da du ja schon sehr vieles, was ich mir notiert habe, schon beantwortet hast, aber eine allerletzte Frage habe ich noch. Und die ist, glaube ich, für uns alle sehr interessant und kann uns allen sehr weiterhelfen. Und zwar ist es einfach, was kannst du uns sozusagen jetzt noch zum Schluss mitgeben? Was ist vielleicht so dein Rat für uns Partner oder auch für die, die jetzt neu einsteigen? So ein kleiner Geheimtipp vielleicht sogar. Ganz einfach, in einem Satz. In einem Satz? Gerne. Sei heute besser wie gestern. Und versuch jeden Tag wirklich immer nur 1% besser als gestern zu sein. Und das kontinuierlich. Weil es gibt Menschen, die rennen eine Woche, pausieren. Rennen eine Woche, pausieren, weil sie erschöpft sind. Versucht jedes Mal, jeden Tag, kontinuierlich einfach euer Business aufzubauen. Es ist ein Long-Term-Business. Es ist nicht von heute auf morgen steht der Ferrari vor der Tür. Ja, fürs Durchhaltevermögen werden wir bezahlt.
Ja, erst durchhalten und dann kommt das Vermögen. Und das ist das, was ich euch mitnehmen kann. Ihr habt, oder viele von euch, die sind ja schon da, die, wo jetzt eine Entscheidung treffen, herzlichen Glückwunsch. Das Einzige, was ihr jetzt noch braucht, ist einfach mal Ärmel hochkrempeln, Gas geben. Ihr bekommt Ablehnung, ihr bekommt aber auch Zusagen und Durchhaltevermögen haben. Das dauert ein paar Jahre. Und dann seid ihr auch mal da, wo ihr hinwollt. Ja? Macht oder stellt euch selber die Frage, wo will ich in 5 Jahren sein? Das ist das Wichtigste. Und glaubt mir, auch wenn ihr zum Beispiel im Geschäft nicht so erfolgreich seid, persönlich seid ihr so krass erfolgreich. Weil Network Marketing ist die beste Schule überhaupt. Ja? Ich war ein klassischer Durchschnitts-Hauptschulabschluss. Ich weiß gar nicht mehr mit wie viel, ich glaube 3,8 oder sowas. Ja, aber hier habe ich mittlerweile so viel lernen können. Ich glaube, das hätte ich nicht mal in einem Studium oder sonst wo gelernt, weil hier lernt ihr Fähigkeiten. Ja, und nicht nur ein gewisses Fach. Ja, wenn ihr etwas studiert, dann studiert ihr etwas Spezielles. Und hier werdet ihr in allen Bereichen, ja, werdet ihr hier lernen. Das heißt, Komfortzone verlassen. Ihr werdet hier echt aus euch herausgeholt. Und wenn es eure Upline mal mit euch macht, dass ihr euch auch mal ins kalte Wasser wirft, dann seid dankbar dafür. Ja. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich danke dir auf jeden Fall erstmal, dass du dir die Zeit hier für uns genommen hast, dass du sehr, sehr gerne einen mega krassen Mehrwert hier geliefert hast und wünsche dir erstmal alles Gute und schönen Urlaub noch. Dankeschön. Und ja, ich habe heute echt einen coolen Song gehört, muss ich euch erstmal an der Stelle sagen, weil genau das passt jetzt gerade auch zu dem, was Nico noch erzählt hat zum Schluss. Und zwar war da einfach nur ein Zitat drin, wo gesungen wurde, ich habe in der Schule nichts gelernt. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, genauso sieht es für mich aus. Fürs Leben habe ich einfach definitiv nichts gelernt, sondern ich habe erst hier richtig angefangen, was fürs Leben zu lernen und mich einfach auch persönlich weiterzuentwickeln. Und ich kann einfach wirklich jedem ans Herz legen, einfach mal zu starten und einfach vielleicht auch nur persönlich an sich zu wachsen und persönlich ja mehr aus sich heraus wollen zu, also mehr aus sich herauskommen zu wollen, so, und auch einfach mal nicht stehen zu bleiben, Baum zu bleiben, sondern einfach mal der Adler werden und zu fliegen. Und in dem Sinne, meldet euch gerne bei der Person, die euch hier eingeladen hat. Habt alle noch einen mega geilen Abend, seid produktiv und startet durch. Also in dem Sinne, schönen Abend euch allen noch und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Bis dann, ciao, ciao.